Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Swag and Sorcery. Ich wollte... Fällt mir ja gerade so auf, wir können ja beim Eddie nochmal ein bisschen nachlegen. Wir haben ja noch Money. Und der Eddie braucht das, der hat's nötig. So. Ja, eigentlich müsste ich hier noch reinschicken. Brauchen wir noch so viel Zeug, ey. So viel Zeug. Nix haben wir. Oh, ja, die haben keine Ausdauer, ne? Ja, können wir jetzt auch nicht. Und Heilung haben die auch nicht. So, Eddie. Eddie Spaghetti. So. Sind ja noch nicht beim angekommen. Bei denen hier oben läuft. Er hat ja immer noch die Muskete. Er braucht doch die Speere. Kein Wunder, dass der keinen Schaden macht. Und mit dem austauschen. Der hat da glaube ich noch so einen schwachen Speer. Gehärteten Speer. Ah, der hatte doch dann vorher schon die scheiß Armbrust. Warum hat denn Eddie eine Armbrust? Das ist ja komisch. Ja, er kriegt auf jeden Fall mal die. Wo sind die Speere hin? Mann. Brauche ich natürlich trauriges Brett für. Können wir mal 5 herstellen dann. So. Kriegt aber gut Schaden, der Junge. Na gut, der trinkt einen. Braver Junge. Brauchen wir eigentlich mehr Geistertränen? Stellen wir gleich mal 3 her und wir lassen ihn das machen. Was hat denn er da noch für ein... Er hat hier schon gute... Kann man die eigentlich auch austauschen? Nee, ne? Jungs. So, seine Herstellung ist noch nicht ganz fertig. Jetzt. So, Eddie. Der hier wäre am besten. Also nehmen wir den. Besser aus jetzt. Wenn die nicht ausweichen würden.
Mir sieht es gerade schlecht aus bei den Jungs. Ah, er nimmt nur einen. So, dann gehen wir nämlich gleich wieder ein bisschen in die Herstellung. Zum einen müssen wir Money machen. Und zum anderen brauchen wir auch gute Rüstung und so. Ne? So. Ja, dafür brauchen wir noch viele. Haben wir soweit gemacht. Ja, das sind nämlich, wir brauchen das immer und brauchen wir aber auch für andere Sachen. Genauso hier. Ich halt die Tränen, die wir auch für die Heiltränke brauchen. Weil die kleinen Heiltränke, pff, ja, da können wir 100 machen, das ist kein Problem. Aber hier. Da brauche ich nur noch das hier. Erbe der Vergangenheit. Ist aber nicht so leicht, ne? So, was können wir denn herstellen? Hier sieht man noch nichts. Na doch, die Mondschuhe schon. Stellen wir mal her. Für die Waffen müssen wir halt hier auch ein bisschen, ne, nachlegen. Das ist auch wieder was. Wir brauchen das. Dafür brauchen wir auch diese blöden Tränen. Das ist hier eine mittlere Katastrophe, sage ich euch. Wir brauchen viel zu viel Zeug gerade. Da haben zu wenig Leute, die Ressourcen sammeln können. Reinkommt. Ich würde sagen, wir sparen jetzt hier mal die 24.300 zusammen. Wir können ja hier auch noch, ne? Starke Rüstung. Dann hier noch die Sachen. Aber das mit den Buffs mache ich ja eh immer nicht. Müsste ich mir mal angewöhnen, ne? Das hilft ein bisschen. Hier können wir noch mal ein bisschen Geld machen. Ja, das Seemannszeug. Wie war denn das jetzt? Haben wir da? Beim Noel. Beim Noel haben wir Seemann. Nur den Kopf noch nicht. Okay. Die Mütze, die war nämlich nicht so gut, glaube ich. Ja, hier brauchen wir auch wieder ganz tollen Sachen. So. Die Holzfällerform. Denn besser als die vom Hoshi? Ja. Denn die macht Stärke. Ja dann.
gucken hier. Ach, die Mondschuhe. Wären natürlich dann für Moshi. Und wären sogar ganz brauchbar. Und sind Regenbogen. Ja, viel mehr Verteidigung. Ausdauerstärke. Nehmen wir rein. Dann haben wir hier das Seemannsding für Noel. Ja. Ist aber nicht so brauchbar, so richtig. Ist nicht so richtig brauchbar, leider. Schade. So, was können wir denn mal verkaufen? Wir haben noch bessere Holzfäller Stiefel. Hier. Naja, nicht wirklich besser, weil wir haben ja jetzt die Mondschuhe, stimmt. Ach, weg mit dem ganzen Mist. Es fehlt nicht mehr viel. Sehr schön. Wollen wir Wettbewerb mitmachen? Haben wir was zum Verschen? Nee. Das hier höchstens. Toll. Jetzt habe ich viel erfahren. Leder. Okay. Leder. Und die Trendfarbe ist leider lila. Wer hat denn hier lila, bitteschön? Gar keiner. Er. Leder, Metall. Versuchen wir es mal. Oh, es können schon 5 mitmachen. Macht die Sache natürlich nicht leichter. Und vor allem dauert es länger. Ja, hier kriegen wir, glaube ich, keinen Treppchenplatz hin. Da waren wir nicht gut. Sind halt leider besser. Naja, was willst du machen? Der war schlecht. Der wieder gut. Ja, kein Platz. Leider. Wir müssen ja 3-mal hintereinander gewinnen, leider. Oh, er war gut. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Okay. Oh, jetzt fehlen uns 100. Mann. Naja. Kämpfen wir mal weiter. Für Recht und Ordnung. Haben wir hier irgendwas, was wir... Ja, da haben wir das. Ist halt schwierig, weil du überall hin musst. Sehen. Er hat jetzt auf jeden Fall mal wieder viel mehr
Power, der Hutste. Da ist ja auch mal gucken, das Vogelscheuchenzeug ist ja nicht unbedingt. Ne? Er braucht ein bisschen bessere Sachen. Müssen wir was Neues herstellen für ihn? Holzfällerzeug. Mal gucken, ob wir das überhaupt machen können gerade. Holzfäller. Nee. Stiefel könnten wir immerhin herstellen. Dort können wir ja bestimmt auch was machen. Ah, wir können ja jetzt den machen. Er war hier. Nee, da. Ja, das bringt jetzt natürlich nichts. Wir haben nicht viel gesammelt gerade. Ja, die Sachen, die wir jetzt hier in den alten Dingern bekommen, ne, das können wir ja eigentlich nur zum Herstellen von Sachen nehmen, die wir verkaufen dann. So, wer sollte das jetzt bekommen, Eddie? Kann er noch gar nicht. Level 20. Ach, ist ja schön. Das ist ja, ne? Da muss der Eddie aber noch ein bisschen ranhalten. Das ist ja blöd. Ja, wir können ihn jetzt da reinpushen. Bringen wir das leider nichts. Oder sie, Mona. Hallo Mona. Du hast aber nicht viel an. Ja, und Mona würde ich dann gerne als Magierin haben. Wollen, täten. Ein Amulett noch. Können wir nicht. Haha. Egal. Ist nicht so wichtig. Ich guck so lange mal hier durch. Muss da auch mal wieder Heiltränke herstellen. So 100 Stück. So, das dauert hier. Das dauert jetzt. So, aber sie ist fertig. Ja, schön. Level 5 braucht die. Dauert dann also auch noch ein bisschen. Und hier für Level 6. Mona, da müsst ihr aber du, ne? Ach, wir gehen mal hier hin. Tränen sammeln. Wenn wir denn welche finden. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, unsere rushen dann natürlich jetzt durch. Das ist ja der gute Trupp. So. Und wie wir weiter rushen, sehen wir in der nächsten Folge von Swag & Sorcery. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.